Obwohl wir die nächsten neuen Sims 4 Sets erst nächste Woche erhalten sollten, wurden die ersten spannenden Bilder bereits geleakt. Gerade erst wurde der Quartalsteaser mit den letzten Packs für 2024 geteilt und schon hat Anadeus mal wieder geleakt. Hier im Hintergrund seht ihr die ersten Coverbilder von den am 19. September erscheinenden Sets Atelier und Wundersames Kinderzimmer. Auf den Screenshots des im Vergleich unspannenderen Inhalts sieht man verschiedenste Objekte wie eine neue Holzwerkbank und generell einige Deko für künstlerische Sims. Auch eine neue Staffelei ist mal wieder mit dabei. Das Thema scheint wirklich sehr nischig zu sein. Diesen Inhalt braucht ihr vermutlich nur, wenn ihr gerade mit einem solchen Sim spielt. Bevor wir aber zum deutlich spannenderen Inhalt kommen, bei Instant Gaming könnt ihr auf verschiedenste Sims-Packs bis zu 70% sparen. Link ist in der Beschreibung. Interessanter ist allerdings Wundersames Kinderzimmer, welches Objekte für Kleinkinder und Säuglinge mit einbringt. Spannend zu erwähnen, jetzt kommen auch Spieler ohne Zusammenwachsen in den Genuss vom Wickeltisch oder der Spielematte für Säuglinge. Besonders spannend für alle Sims 2 Spieler, die Fototapete hier im Hintergrund zeigt Pleasant View aus The Sims 2. Mal sehen, ob es sich hier einfach nur um eine Anspielung handelt oder ob hier möglicherweise mehr dahinter steckt. Ebenfalls ein süßes Detail ist der Fakt, dass dieses neue Puppenhaus dem Gebäude der Grusels nachempfunden ist. Auf diesem Regalbild sieht man eindeutig einen Säugling mit Schnuller im Mund. Das ist nicht das erste Mal, dass es ein Leak mit diesem Accessoire gab. Hoffen wir einfach mal, dass sich hier nicht einfach nur künstlerisch ausgetobt wurde und es sich hier um ein bald erscheinendes Feature im Spiel handelt. Lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr die offizielle Ankündigung der Inhalte am 17. September nicht verpassen wollt. Was denkt ihr zu den neuen Sets? Spricht euch eines von diesen auf den ersten Blick besonders an? Also dann, bis zum nächsten Video.